Skibergsteigen präsentiert von Dynafit und der Ferienregion Pitztal. Seit Jahren sind Armin Höfl und Jakob Herrmann gemeinsam im Weltcup-Zirkus der Skibergsteiger unterwegs. Auch heuer war das wieder der Plan, mit dem großen Ziel bei der Pierramenta in Frankreich, Österreich, als Team bei der Langstreckenweltmeisterschaft zu vertreten. Doch dann kam alles anders. Ja, Armin, schönen guten Morgen. Jakob. Servus, schon lange nicht gesehen. Na? Wie schaust du aus? Ja, meine Saisonvorbereitung, die war wirklich über den Sommer sehr gut. Ich habe schon die Arbeit reduziert, damit ich mich richtig gut vorbereiten kann auf den Winter. Und habe eine super Vorbereitung gehabt. Sind wir dann im September in der Ramsau noch gewesen, haben wir super Umfänge trainiert, haben mich super gefühlt. Und ja, dann ist halt der 23. September gekommen, mein Unglückstag, wo ich wirklich mit dem Radl gestürzt bin auf einer Ölspur. Und ja, die Folge war dann der Oberschenkel-Halsbruch. Und dann ist halt einmal ganz kurz die Welt für mich zusammengebrochen, weil für mich klar war, der Winter, der wird für mich nicht viel was werden. Und ja, natürlich für mich doppelt bitter, Verletzung ist nie gut, aber wenn man es genau nimmt, ist es wirklich der beschissenste Zeitpunkt gewesen, weil ich habe in der Arbeit gekündigt und mit 1. Jänner hätte ich dann anfangen können beim Bundesheer als Spitzensportler. Um den Platz haben wir wirklich 4 Jahre gekämpft. Danke an alle, die was mich da so unterstützt haben und dass wir jetzt den Platz wirklich gekriegt haben. Aber natürlich mit 1. Jänner ist das jetzt nichts geworden durch einen Unfall. Und ja, jetzt muss ich schauen, dass ich wieder fit werde, dass ich wieder auf die Höhe komme. Ich zweifle nach wie vor nie, dass ich den Sprung wieder schaffe in die Weltspitze. Es feuerbrennt nach wie vor. Ich weiß, was ich jetzt da habe. Und ja, dann geht es hoffentlich wieder bergauf. Als wäre das Saisonaus für den Steirer nicht schon schlimm genug, erwischte es dann am 11. November auch noch Jakob Herrmann. Nach einem Sturz mit dem Rennrad lautete die Diagnose Ellbogenbruch. Hat mich natürlich am Anfang schon sehr geschockt, aber ich habe von voll vielen Leuten schon gehört, wenn man einen Unfall gehabt hat, dann kommt man stärker zurück, als wenn man zuerst war. Und das war bei mir immer im Hinterkopf. Und ich habe mir gedacht, um einen Schritt führen machen, muss man oft wieder einen Schritt zurück machen. Und erst jetzt habe ich es zum Schätzen gelernt. Ich habe einfach dann das Training reduziert, habe einfach einmal Pause gemacht. Und es war heuer durch die ganze Zeit ganz was Spezielles. Wir haben weniger Wettkämpfe gehabt im Sommer. Habe irrsinnig gut trainiert, habe mich sehr gut gefühlt, aber habe irgendwie so das Gefühl gehabt, so richtig den Schritt 4 habe ich nicht ganz gemacht. Und ich glaube echt die Pause, dass man die gut da hat. Ich habe komplett abgeschalten und ich habe dann schon so ein bisschen Zeit gehabt, wo ich mir ein bisschen Stress gemacht habe. Wo ich mir gedacht habe, die anderen dann alle so viel mit Ski und so und du kannst jetzt gerade gar nichts machen. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, es war echt das Beste, was mir passieren kann. Die Zwangspause hat Jakob Herrmann gezeigt, wie wichtig es ist, dem Körper auch seine Auszeiten zu gönnen. Und die hat dem Salzburger gut getan, wie schon die ersten Weltcup-Starts gezeigt haben. Ja, ich habe mir in Verbier einen irrsinnigen Druck gemacht. Ich wollte gleich wieder unter die ersten 10 reingehen. Ich habe geschaut, dass ich von Anfang an mitgehe. Im ersten Anstieg hat es mich dann zerrissen und habe dann rausnehmen müssen. Habe mich dann am Ende vom Rennen wieder ein bisschen erschupft und habe halt unter Anführungszeichen leider nur einen 16. Platz erreicht. In Frankreich habe ich das Ganze schon besser gemacht. Bin einfach locker in das Ganze reingegangen, habe einfach geschaut, wo meine Stärken sind. Bin super happy, dass ich 7. geworden bin und ich möchte halt einfach wieder zurück aufs Podium, ob das jetzt in Martell da ist oder ob das später ist. Ich mache mir keinen Stress, ich schaue einfach, dass ich ein Kurzrennen habe, dass ich ohne Sturz gesund im Ziel ankomme und dann weiß ich, dann wird das einfach gut passen. Von Zielankünften im Weltcup kann Armin Höfl derzeit nur träumen. Aber das Wichtigste ist, auch bei ihm geht es wieder bergauf. Also ich war im Dezember dann in der Reha.
in Gröming. Und zu dem Zeitpunkt ist mir noch nicht so gut gegangen. Ich habe zwar keine Schmerzen mehr gehabt, aber die Bewegungsfreiheit und das Gehen war noch nicht so sauber. Das ist noch alles sehr hinten nachgehängt. Aber in Jena dann ist wirklich so ein guter Sprung gekommen. Und ich fühle mich jetzt voll super. Ich kann seit Jena jetzt trainiere eigentlich wieder auf Ski. Ich kann die Umfänge von Wochen zu Wochen steigern. Ich gehe Krafttraining. Ich habe Physiotherapie zweimal in der Woche. Und es geht wirklich stetig bergauf. Es geht manchmal wieder ein bisschen mühsamer, manchmal wieder mehr. Ich merke, dass schon langsam das Fitnessniveau steigt. Und ich bin da voll zuversichtlich, dass ich da wieder zurückkomme. Daran zweifelt wohl niemand, zumal der Steirer sein Leistungsmaximum wohl noch lange nicht erreicht hat. Der gelernte Zimmerer hat nämlich erst nach einem Arbeitsunfall im Jahr 2013 mit Ausdauersport angefangen. Vorher war er als Partytiger bekannt und spielte in der örtlichen Blasmusik groß auf. Die Prioritäten haben sich dann aber rasch geändert. Ja, es ist dann wirklich sehr schnell bergauf gegangen. Ich habe dann mit dem Turnski gehen angefangen, das hat mir eigentlich nicht gut getaugt. Dann ist natürlich die Zeit gleich mal dazugekommen, die Uhr. Und dann hat man da immer aufgeschaut auf die Uhr und war ein bisschen schneller. Und das ist dann wirklich sehr schnell gegangen. Es ist stetig bergauf gegangen. Dann hat mich gleich mal das Chemo.at informiert, ob ich nicht Lust habe, mich einmal für den Weltcup qualifizieren zu probieren. Und dann bin ich da gleich einmal zu einem Motortrophy gefahren ins Matteltal. Und dann habe ich das Angebot World Cup, das war für mich, ja, wo bin ich jetzt? In den siebten Himmel. Und dann habe ich mich da mitten in die Weltelite von Jahr zu Jahr etabliert. Was alles möglich wäre, weiß Armin Höfl im Moment wohl selber noch nicht. Denn sein ganzes Potenzial hat er definitiv noch nicht ausgeschöpft. Lecker, Arsche! Super, bravo! Was ist denn passiert in den letzten 2 Minuten auf jetzt? Ja, das ist der große Nachteil, was ich immer gehabt habe. Ich bin immer zweigleisig gefahren, auf zwei Schienen. Neben habe ich Spur gehabt. Und ich habe eine Familie, mein Sohn ist mittlerweile 3 Jahre alt, das darf auch nicht zu kurz kommen. Und das sind einfach 2, 3 Sachen auf einmal, was man in 24 Stunden am Tag einbringen muss. Und das geht zwar eine Zeit gut, aber irgendwann kommt man auf den Punkt, wo das nicht mehr gut geht. Und die 10% oder die gewisse Prozent gehen dann für die Weltspitze einfach ab. Und daher sehe ich sehr viel Potenzial noch bei mir. Wenn ich eben die Doppelbelastung dann nicht mehr habe. Weil regenerieren, das Wort, das wird bei mir so klar geschrieben, das kann ich fast gar nicht. Weil wenn ich nicht auf die Ski bin oder trainieren tue, dann bin ich in der Arbeit. Und umgekehrt das Gleiche. Und von daher sehe ich dann noch irrsinnig viel Potenzial in mir. Dieser Winter hätte für Armin Höfl der erste als Profi werden sollen. Aber daraus wurde leider nichts. Ein Nachteil auch für Jakob Herrmann, dem damit heuer ein wichtiges Zugpferd im eigenen Team fehlt. Nach dem Martin Weißkopf habe ich einmal 1, 2 Jahre dabei gehabt, da wo ich bin schon gefordert worden, aber es war einfach so nicht Stillstand, aber ich habe mich nicht mehr so weiterentwickelt. Ich habe dann gemerkt, wie der Armin einfach richtig Gas gegeben hat und teilweise einfach stärker war wie ich, speziell im Vertikal, habe ich mir gedacht, ich will einfach wieder der Beste sein und der hat mich einfach richtig angespornt. Und da habe ich einfach wieder geschaut, dass ich mein Training mehr optimiere, dass ich wieder mehr Gas gebe. Und ich muss echt sagen, durch den Armin bin ich sicher wieder 1, 2 Schritte vierer gekommen. Ich glaube, der Armin hat durch mich auch wen gehabt, wo er einfach geschaut hat, dass er hinten nachkommt, mich schlagen wollte und das ihm einfach auch teilweise gelungen ist. Und ich glaube, wir haben uns gegenseitig einfach gepusht und durch diese Situation sind wir eigentlich da, wo wir jetzt sind, dass wir einfach wirklich an der Weltspitze sind, in der Weltspitze sind. Ja, mit dem Jakob haben wir jetzt wirklich schon gut zusammengearbeitet. Klar, wir sind mal Gegner, wir sehen uns ein Rennen als Gegner, aber wir können zusammen, wir pushen uns einfach, wir können zusammen arbeiten. Und das Niveau ist irrsinnig gestiegen von uns zwei. Und ich gönne jeden alles von unserem Team. Wenn der stärker und besser ist, dann soll er besser sein. Es ist wichtig, dass der Sport auflebt und dass wir auch in Österreich zeigen, dass die Österreicher auch was zum Sagen haben im Weltcup. Im Grunde sind sie natürlich alle Einzelsportler, aber vor allem bei den Langdistanzrennen ist auch Teamwork gefragt. Eine Stärke von Jakob Herrmann und Armin Höfl. Ja, wir haben heute gerade geredet beim Aufgehen, irrsinnig geschaut. Der Armin und ich haben einfach gesagt, heuer bei der Pyramenta, das ist eine Weltmeisterschaft. Es sind 3.500 Höhenmeter heuer. Jeder weiß, dass ich ein Langdistanzler bin. Der Armin hat gesagt,
war schon, dass ich den mit dir gehen darf, auch wenn ich vielleicht noch 2000 Höhenmeter bei dir am Seil hänge, weil du der Stärkere bist auf die Länge. Aber da hätte man sicher richtig gute Chancen gehabt, weil ich lerne mir jetzt zwar weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es gab halt nur ein italienisches Team, die über die Länge einfach das Durchdrucken da hat. Wir sind über die letzten Jahre irrsinnig gut zusammengewachsen und ich hoffe, dass der Armin, ich meine, ich habe es heute gesehen beim Gehen, ein Wahnsinn, was der einfach für Talent hat, was der für eine Pumpen hat, für eine Voraussetzungen. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der Armin wieder super stark zurückkommen wird und wir haben schon gesagt, nächstes Jahr werden wir einfach schauen, dass wir ein paar Teamrennen wieder gehen und dann geben wir einfach Gas und schauen, dass wir Österreich gut vertreten und freuen uns irrsinnig und natürlich, wenn man zurückschaut, wo der Armin und ich letztes Jahr beim Transkavala waren, voll lässig. Also da werden wir einfach schauen, dass wir wieder in diese Fußstapfen treten und richtig Gas geben. So wie letztes Jahr bei der Transkavala mit dem Jakob, das war einfach, das war so ein Erlebnis für uns beide. Das war einfach irrsinnig schön zum Laufen und wenn man natürlich so wie letztes Jahr in der Jakob, da ist noch eine Etappe gewinnen, einmal Zweiter und einmal Dritter werden und gesamt noch am zweiten Platz sind. Bei der Dichte, es war Weltcup-Niveau bei den Rennen und das war für uns einfach so ein Erlebnis und wir haben uns speziell für die Saison jetzt schon so gefreut, vor allem für die Long-Distance-Weltmeisterschaft bei der Pyramente in Frankreich. Da haben wir uns, ja, das war ein irrsinnig großes Ziel für uns beide, dass wir da vorne mitlaufen. Können wir fast die Tränen, wenn ich das erzähle. Und ja, jetzt ist leider ein Unfall dazu gekommen. Eine harte Zeit für den Steirer, der den Weltcup heuer auf der Couch mitverfolgen muss. Ja, das ist natürlich für mich schon ein bisschen mit einem weinenden Auge. Verfolge ich das auf skimo.at, da sind immer da sehr gut aufgestellt, da kommen sehr schnell die Infos ein auf die Webseite und da verfolge ich das mit und ich drücke natürlich fest die Daumen, lieber war ich natürlich selber dabei, aber ich habe mich jetzt auch sehr gefreut für den Jakob und für den Daniel. Der Paul ist sowieso schon eine Bank, der hat das Stockerl sowieso schon reserviert für ihn, aber auch der Daniel mit seinem zweiten Platz jetzt im Sprint. Und der Jakob mit dem 7. Individual, das ist wirklich großartiges Kino, was die jetzt abliefern. Die nächste Weltcup-Station, wo Armin Höfl wieder die Daumen drücken wird, ist die Marmotta-Trophy im Martelltal in Südtirol. Jakob Herrmann hat sich dafür einiges vorgenommen. Speziell die letzten Wochen habe ich richtig gemerkt, dass super viel weitergeht. Ich merke es nur ganz leicht, speziell im flachen Gehen, weil ich kann den Arm noch nicht ganz ausstrecken. Da muss ich einfach meinem Körper noch ein bisschen Zeit geben. Aber ich bin super gut in Form, ich fühle mich richtig gut und ich freue mich jetzt einfach irrsinnig auf die Marmotta-Trophy. Ich weiß, dass das beste Team dahinter steht, die das einfach vorbereiten. Martelltal taugt mir irrsinnig, habe ich super gute, positive Erfahrungen. Und ich bin einfach fast ein Italiener und ich freue mich einfach, dass ich nach Italien fahren kann. Das gute Essen, die netten Leute unten, also das wird sicher ein super schönes Rennen. Armin Höfl wird dabei wieder von zu Hause aus mit seinen Kollegen mitfiebern. Die Marmotta-Trophy im Martelltal ist für den Steirer aus mehrerer Hinsicht ein besonderes Rennen. Ja, Marmotta-Trophy, das nach wie vor war für mich auch ein großes Ziel, weil da habe ich mich 2015 für mein erstes Weltcup-Rennen qualifiziert. Und das ist einfach auch so eine schöne Gegend unten. Aber ich traue Jakob da jetzt also sicher mal ein Top-5-Ergebnis zu. Das hat man jetzt in Frankreich gesehen, der ist wieder dort, wo er hingehört. Und ein Top-5-Ergebnis ist für ihn auf jeden Fall möglich. Das traue ich ihm zu. Von den Salzburger Bergen geht es für Jakob Herrmann und den gesamten ISMF-Weltcup-Tross nun also in den Westen Südtirols, genau gesagt in die Gemeinde Martell im Finchgau.
Das Martelltal ist Teil des Stilfser Joch Nationalparks und eingebettet in die Ortler-Cevedale-Gruppe. Ein wahres Paradies für Skitourengeher, fernab von jeglichen Aufstiegsanlagen. Hier findet man noch Natur pur. Das Martelltal ist wie geschaffen für Wettkämpfe im Skibergsteigen, die hier auch eine lange Tradition haben. Die Marmottertrophy wird seit 2008 jährlich ausgetragen und bereits dreimal gingen hier auch schon Weltcuprennen über die Bühne. So groß wie heuer waren die Herausforderungen für die Veranstalter aber wohl noch nie. Ja, ganz genau. Also einmal war heuer sicher das Problem, die ganze Sache um Covid. Wir wussten eigentlich noch fast 10 Tage vorher noch nicht ganz genau, wie wir alles machen. Aber wir hatten es irgendwie hingekommen. Und das nächste Problem war auch heuer noch, dass wir so viel Schnee gehabt haben und ziemlich einen starken Wind. Deswegen haben wir eigentlich heuer zwei Sachen gehabt, die ein bisschen die Sache verschärft haben. Also zuversichtlich war ich eigentlich halt bis zuletzt, aber die Nacht habe ich schon da und haben wir mal gedacht, dass wir halt schmeißen müssen. Und ich glaube, ich habe es bis gestern noch nicht hundertprozentig realisiert, dass wir es überhaupt machen können. Als Teil des ISMF-Weltcups darf die Marmottertrophy heuer also stattfinden, allerdings unter strengsten Auflagen. Für diese Veranstaltung wurde ein engmaßiges Sicherheitskonzept zusammen mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb ausgearbeitet. Will heißen, alle Athleten reisen mit einem negativen PCR-Test an, welcher bei Akkreditierung kontrolliert wird. Zudem muss jeder freiwillige Helfer, Athlet, Servicemann oder Trainer einen Antigentest vor Ort im eigens eingerichteten Covid-Testcenter absolvieren. Erst mit negativen Ergebnis kann er den Veranstaltungsort betreten. Das Grundsatz heißt Abstand, Testen und natürlich Hände desinfizieren und Maske. Zurzeit sind wir sicherlich in einem der sichersten Orte von Südtirol, weil wirklich alle, die was zum Veranstaltungsgelände Zugang haben, einen negativen Test aufweisen können. Los geht das Rennwochenende im Martelltal mit einem Sprint im Biathlon-Zentrum Grog. Ein knackiger Bewerb mit allem, was zum Skibergsteigen dazugehört. Aufstiegen, Wechselzonen, einer Tragepassage und natürlich einer Abfahrt. Insgesamt 120 Athleten nehmen den Sprintbewerb in Angriff. Aus deutschsprachiger Sicht gibt es vor allem bei den Herren zwei ganz heiße Eisen auf einem Podestplatz. Der Vorarlberger Daniel Zuck und der Bayer Stefan Knopf zuletzt noch Zweite und Vierte beim Weltcup in Frankreich. Ich freue mich riesig auf das Rennen heute. Die Strecke ist auch richtig cool. Da im Martelltal waren die Deutschen im Sprint bis jetzt alle gut. 2015 war der Rotmoser Sepp Gunner und der Lautenbacher war Dritter. Ja, war schon cool, jetzt an dem wieder anzuschließen und da auch mal im Stockerl zu stehen. Also die Sprintform passt auf jeden Fall. Es kommt immer ein bisschen auf die Konkurrenz drauf an, wie die Hits bestückt sind und alles. Zählt ein bisschen Glück dazu. Ja, ich gebe mein Bestes und schauen wir, was rauskommt. Stefan Knopf, Daniel Zuck und der Rest der weltbesten Skibergsteiger lassen es auf dem spektakulären Kurs dann auch richtig krachen. Zunächst in der Qualifikation und vor allem dann in den einzelnen Hits auf dem Weg ins Finale. Das erste Ausrufezeichen aus österreichischer Sicht setzen die jungen Wilden der U20-Kategorie. Mit Paul Webrenjak und Julian Tritscher ziehen gleich zwei ins Finale ein. Dort sichert sich der Kärntner Shootingstar den dritten Platz und Julian Tritscher belegt Endrang 6. Ja, es ist natürlich ein Wahnsinn im Sprint, da kann so viel passieren und da dritter Platz zu werden ist natürlich super für mich. Ich nehme ihn hauptsächlich mit eigentlich für den Gesamtweltcup. Ich bin jetzt nicht so der klassische Sprinter, muss ich ehrlich sagen, aber ich bin natürlich super zufrieden und passt. Bei den Seniors läuft es für den österreichischen Topsprinter Daniel Zuck nicht nach Wunsch. Muss der Vorarlberger doch bereits im Viertelfinale die Segel streichen, ganz knapp um 0,7 Sekunden. Wesentlich besser läuft es für den Bayer Stefan Knopf, der nach starken Vorläufen im Finale zum engsten Favoritenkreis zählt. Daran,
avanti le lunghe leve del svizzero Arno. Vieta. Der junge Bayer präsentiert sich auch im Finale extrem stark und ist zwischenzeitlich sogar auf Podestkurs. Falsche Entscheidungen in den Spitzkehren kurz vor der Abfahrt werfen ihn dann aber auf Rang 5 zurück. Und zu diesem Platz reicht es auch im Ziel. Ich war auf Platz 2 oder 3, so um den Dreh, nach der Tragepassage. Und dann habe ich es ja, einfach verschissen ein bisschen. Und dann wäre es natürlich durchgereicht im Finale. Aber trotzdem bin ich mit Platz 5 super zufrieden. Es geht immer weiter vorwärts, die Form passt. Schauen wir weiter, jawohl. Mit dem 5. Platz ist Stefan Knopf einmal mehr in die absolute Weltspitze gelaufen. Der Sieg geht diesmal in die Schweiz, denn Arno Lita kürt sich im Finale zum Tagessieger. Ja, kannst du nichts Schöneres haben bei einem Outdoor-Sportart. So schönes Wetter, die Sonne scheint, angenehme Temperaturen und eine geniale Strecke. Arno Lita war im Finale eine Klasse für sich. Und bei den Damen lässt eine junge Schwedin schon den ganzen Tag keine Zweifel aufkommen, dass sie heute die mit Abstand stärkste ist. Tove Alexandersson untermauert das auch im Finale mit einem souveränen Start-Zielsieg. Yes, I have had a really good day today. Ich hatte einen wirklich guten Tag heute und fühlte mich in allen Heats sensationell stark. Außerdem ist es hier einfach so schön, ich habe es echt genossen. I'm really enjoying it. Tag 1 der Marmotta Trophy 2021 ist also geschafft und nun denken alle schon an die 3000er Riesen der Ortler Cevedale Gruppe, wo morgen das individuell ausgetragen wird. Der stärkste Südtiroler im Feld bringt die Vorfreude aller auf den Punkt. Für morgen freue ich mich sehr. Super Wetter, super Bedingung. Vielleicht ist einer der schönsten Weltcup-Strecken überhaupt. Es ist wirklich Naturbuch, schöne Berge. Perfekt, was will man mehr? Alex Oberbacher geht morgen so wie viele andere mit der Vorbelastung des Sprints in das schwere Individual. Vollkommen ausgeruht werden dann die Top-Langstreckler Jakob Herrmann und Toni Palzer sein, die den Sprinttag lieber für eine Skitour genutzt haben. Das Marteldo ist definitiv ein Skitouren-Eldorado. Also da kann man sich richtig austoben. Da, wenn man mal eine Woche da ist, hat man wahrscheinlich gerade einen Bruchteil gesehen. Von dem her ist das, glaube ich, für jeden skibegeisterten Tourensport echt nur zum Empfehlen. Ja, also das Marteldal ist einfach wunderschön. Ich war schon sehr oft herinnen für Wettkämpfe, aber privat auch schon. Ich habe auf der Martella-Hütten schon öfters gelaufen, Zufallhütten. Einfach, weil das Gebiet so lässig ist und es sind eben keine Lifte herinnen. Du bist wirklich in der freien Natur, kannst auf über 3000 Meter auf problemlos tiefschnell fahren. Im Frühling super schöne Vierenabfahrten, also wirklich ein Paradies für uns. Ein Paradies nicht nur für Genuss-Skitourengeher, sondern auch für Wettkampfsportler. Denn Rennen im freien Gelände, weit weg von Liftanlagen und Pisten, sind eine Seltenheit geworden. Absolut, gell. Es ist wahrscheinlich so das Beste vom Besten, was wir erwischen konnten. Das ist eigentlich Skibergsteigen, so wie ich jetzt gelernt habe vor, weiß ich nicht, 15 Jahre. Und ja, das macht besonders viel Spaß, da Rennen laufen. Ja, also das ist natürlich wieder zurück zum Ursprung, sage ich mal. Und ja, es ist wirklich Skibergsteigen pur. Und schon mal ein großes Dankeschön an den Veranstalter, dass er das wirklich durchzieht und dass wir einfach da perfekte Bedingungen vorfinden. Das Marmotta Trophy individuell ist definitiv eines der Highlights im Weltcup-Kalender. Technisch extrem anspruchsvoll und eingebettet inmitten der unzähligen 3000er der Ortler Cevedale-Gruppe. Auf die besten Skibergsteiger der Welt warten dabei je nach Altersklasse Strecken mit bis zu 18,5 Kilometer Länge, aufgeteilt auf 4 Anstiege, 3 Abfahrten und 2 Tragepassagen. Bereits der Start beim ehemaligen Hotel Paradiso liegt auf über 2000 Meter Seehöhe. Und auf den höchsten Punkten der Strecke auf knapp 3000 Meter wird die Luft für die Athleten dann schon richtig dünn.
Die Marmotta-Trophy unter derartigen Bedingungen ist wirklich die perfekte Werbung für diesen Sport. Ein Sport, der in vielen Ländern noch immer einen viel zu geringen Stellenwert genießt. Denn was die Skibergsteiger bergauf und bergab zu leisten imstande sind, ist wirklich Spitzensport vom Feinsten. Am Ende eines grandiosen Renntages gibt es schließlich überwiegend strahlende Gesichter. Vor allem natürlich bei den großen Tagessiegern Tove Alexandersson und Matteo Eiderlin. Es war ein sehr umkämpftes Rennen, wie immer im Weltcup. Hier im Martelltal spielt die Höhenlage eine große Rolle. Aber meine Renneinteilung war perfekt und die Beine haben mitgespielt. Ich bin sehr zufrieden. Le gambe hanno risposto, quindi sono contento. Grund zur Freude gibt es auch wieder im österreichischen Lager. Paul Werbenjak sichert sich den Juniorensieg und Jakob Herrmann erreicht einen ganz starken 6. Platz bei den Senioren. Wow, es ist einfach so schön, der Martelltal. Also, da fallen wir mit einem positiven Gefühl ein. Die Hechen taugt man, die Länge vom Rennen taugt man, technisch alpin, voll geil. Und ich bin einfach nur happy. Die Organisation hat eine Wahnsinnsarbeit gemacht. Die Strecken waren mega geil. Also das ist wirklich... Da schlägt das Herz her. Das war heute wirklich ein Traumtag. Also das ist wirklich Skibergstein vom Feinsten. Wir haben echt schwierige Abfahrten gehabt. Die Aufstiege waren lang, zum Teil echt extrem heiß. Aber ich glaube, ich habe das super gelöst und war ein mega geiles Rennen. Einer, der beim großen um die Wette strahlen nicht ganz mitmachen kann, ist Toni Palzer. Dem mit großen Erwartungen angereisten Bayern bricht schon nach wenigen Minuten der Schuh. Gleichbedeutend mit dem Aus. Seine Reaktion darauf ist aber einfach nur beeindruckend, vorbildhaft und typisch Toni Palzer. Klar, es ist schon bitter irgendwo, da steckt ja auch viel Arbeit dahinter, aber im Endeffekt oder am Ende vom Tag reden wir immer nur vom Sport und nicht mehr und nicht weniger. Mein klar, das war eigentlich heute so eins von meinen letzten Weltcuprennen geworden und da mag ich natürlich mit einem guten Gefühl rausgehen und im Endeffekt ist es halt ganz anders gekommen, aber ich glaube immer, wenn man da mal einen Rundumblick macht, glaube ich, war es unfair, wenn man jammern tut. Gerade in der jetzigen Zeit ist das, glaube ich, war es wirklich unfair und von dem her hard of the game und jetzt geht's weiter. Weiter geht es im nächsten Jahr hoffentlich auch wieder mit dem Schimo Alpencup. Ohne Corona hätte die Rennserie nämlich auch heuer wieder allen Nicht-Spitzensportlern die Möglichkeit geboten, auf den Weltcup-Strecken im Martelltal ein Rennen zu laufen. Ja, die Amateure sozusagen, also die sportlichen Geher, die gehen uns natürlich sehr ab. Aber es ist nicht erlaubt, dieses Mal ins Martelltal als quasi Nicht-Leistungssportler hereinzukommen. Für nächstes Jahr ist allerdings die Trophy dann wieder geplant und auf der Weltcup-Strecke wird es dann auch möglich sein, dass jeder Amateursportler dann mitgeht. Das Corona-bedingte Fehlen der Amateursportler und natürlich auch der Zuschauer sind wohl die einzigen Wermutstropfen der Marmotta-Trophy 2021. Die Veranstalter ziehen trotzdem eine zufriedene Bilanz. Ein großes Danke auch an die ganzen Freiwilligenhelfer, an die Bergrettung, an den Sportverein, an AVS und alle, die was mitgewirkt haben. Und ein großes Danke auch an alle Sponsoren. Ein Dank aber auch an die Sanitätseinheit, die da mitgeholfen hat, dass man die Testzahlungen abwickeln können, um die Helfer, die ganzen Sportler durchzutesten, dass wir einfach eine Sicherheit garantieren haben können, einmal die Helfer und einmal auch die Sportler, dass die Möglichkeit, sich anzustecken, ganz, ganz gering ist oder sagen wir mal zu 99,9% ausgeschlossen ist. Wir haben die Blasen gebildet und ich glaube, die Sportler, ich habe jetzt mit einigen gesprochen und auch Trainer und Verantwortliche, sind alle sehr zufrieden mit dem Wettkampf. Die Strecken waren super, es war alles gut organisiert, das ist für uns ein Lob. Und das gibt uns den Ansporn, auch in Zukunft weiterzumachen.
Skibergsteigen, präsentiert von Dynafit und der Ferienregion Pitztal.